gesagt. Boxig, 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 aber. Ich pack Muscle Ups vielleicht 6-7 Stück. Ey, der gerade 6-7, oh mein Gott. Was? Soll ich sie jetzt machen? Ja. Das war richtig Stier gerade. Ich hätte gar nichts reden sollen. Du bist so ein ekliger einfach. Guten Morgen, meine Kinder. Wieder hier bei mir. Dachte, ich nehme euch einfach mal mit. Einen Tag mit mir. Wir sind ja noch in Deutschland. Haben noch 2 Wochen, bis wir fliegen nach Thailand. Heute stehen ein paar Sachen auf dem Programm. Ich zeige euch, was ich esse. Frühstück, Mittag, Abendessen. Kleine Inspiration für alle, die vielleicht ein bisschen abnehmen oder zunehmen wollen. Müssen die Portion einfach nur dann verdoppeln. Ansonsten haben wir noch ein Privattraining mit dem Coach Philipp. Und abends gibt es dann auf jeden Fall noch ein MMA-Sparring. Dann nehme ich euch mit. Dazu zeige ich euch noch unser neues Gym. Es ist noch nicht komplett fertig. Aber ich würde mal sagen, zu 95%. Und das schauen wir uns auf jeden Fall an. Jetzt fangen wir mal an, unsere Mahlzeit zuzubereiten. Als kleinen Tipp, wenn ich mit Öl irgendwas brate, ich meine, Öl ist super fettig, nehme ich immer so ein Zebra und reibe mir das in die Pfanne ein. Da habe ich einfach viel weniger Öl in der Pfanne. So, Frühstück haben wir durch. Ich esse es jetzt noch. Kreatin wird reingehauen, die Tabletten auch. Ich blende euch das jetzt hier ein, wie viel Kalorien das alles hat. Eins habe ich noch. Ich wollte mich auf jeden Fall bei jedem bedanken, der das letzte Video so krass gepusht hat. Wir haben da mittlerweile 8000 Aufrufe. Das ist einfach geisteskrank vom Video vom MMA Spirit. Hier oben auf dem i könnt ihr es sehen. Ansonsten, ich habe noch 3 Tickets für NFC in Dortmund. Die Plätze gibt es gar nicht mehr, denn die sind im Parkett unten, glaube ich. Gib mir mal eine Idee, wie ich die verlosen, verschenken soll. Ich kann das machen vor Thailand, ich kann das machen während Thailand, so dass ihr rechtzeitig noch eure Tickets habt und euer Hotel buchen könnt. Und ansonsten sehen wir uns gleich im Explosivkrafttraining. Weg. Guten Appetit, wow. Willkommen in unserem neuen Gym. Ich habe euch mal in dem Video gezeigt, wie es ganz roh aussah. Jetzt seht ihr es gerade nochmal, wie alles roh aussah. Holzboden, einfach katastrophal. Das war noch nur eine Vision. Und jetzt haben wir schon ein Gym. Komm mit, schaut euch an. Wie ich gesagt habe, da drüben kommt die Theke hin, unser kleiner Kraftbereich. Wie ihr seht, hier haben wir unsere Fläche. Wir haben nagelneue Zebramatten geholt, damit wir auch richtig grappeln und ringen können. Ich habe gesagt, Boxsäcke, 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 aber nur Boxsäcke. Auf der linken Seite Boxsäcke, ein paar Medaillen von uns. Ansonsten eine Cage Wall, dass die Leute da nicht runterfallen. Und da hinten haben wir unser Prügelbereich MMA. Also wer Stress hat, einfach vorbeikommen, wir regeln das hier. So, jetzt warten wir noch auf Philipp und Joel und dann fangen wir an mit unserem Explosivkrafttraining. Witzig ist auch, wenn ich leicht vor dir stehe, dann siehst du noch viel kleiner aus. Ja, machen wir es einfach. Wir fangen jetzt an mit unserem Explosivkrafttraining. Philipp ist da, er kommt regelmäßig zu uns, wir kommen zu ihm. Er trainiert mit mir seit Axel Sola, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich aus der Unterlage nicht so viel Kraft hatte und daran was ändern musste. Wobei ich sagen muss, dank Philipp, weil er mich angeschrieben hat und gemerkt hat, dass ich ein Problem habe und mir helfen will. Sein Instagram wird unten verlinkt, auch hier. Wenn ihr was wissen wollt, fragt ihn, wenn er so nett ist, antwortet er. Ansonsten immer raus mit den Fragen. Das heißt, man geht leicht in die Knie. Das andere Knie bleibt auf der gleichen Höhe. Abheben vom Boden. Genau. Man kniet sich so ab. Ja. Ja. Arme bleiben lang, halten. Wenn man oben bist, 3 Sekunden halten. Dann wieder langsam runter. 1. Genau. Aus, dein Ellbogen sind beide auf gerade. 2, komm. Wer Schmack ist, mir ins Gesicht werfen. Genau. Wieso trainiert man Maximalkraft? Maximalkraft ist das Fundament für alle anderen Kraftarten. Für Schnellkraft, für Reaktivkraft. Bevor ich 10 Klimmzüge machen kann, muss ich erstmal einen machen. Das können viele nicht. Sehr gut.
Sehr gut. Jawohl. Jawohl. Kannst du mal erklären, warum ihr jetzt Explosivkraft trainiert statt Maximalkraft? In der Phase zwischen seinem letzten Kampf bis zur Vorbereitungsphase haben wir Maximalkraft trainiert, um das Fundament dafür aufzubauen, was wir jetzt machen. Jetzt ernten wir die Früchte von den ganzen Kniebeugen, von Kreuzheben. Und je höher die Maximalkraft ist, umso höher ist auch die Schnellkraft. Kann potenziell höher springen, bedeutet auch gleichzeitig einen schnelleren, härteren Takedown landen, härter kicken, ich kann schneller kicken. Dafür wird Maximalkraft am Anfang trainiert, um am Ende eben potenziell schneller. Und in dem Fall eben ist der Einschlag dann auch härter. Komm, explosiv, Party! So, das ist in Ordnung? Ja. Ich pack Muscle-Ups, vielleicht 6-7 Stück. Ey, hat der gerade sexy, oh mein Gott. Was? Soll ich sie jetzt machen? Ja. Das war richtig stier gerade. Ich hätte gar nichts reden sollen. Vielleicht ist wohl was Nettes und schneidet es raus. Nope. Hast du einen Tipp für die Zuschauer? Einen wichtigen Tipp finde ich, sich immer zu steigern. Training bedeutet Progression. Und wenn ich mich nicht jedes Mal steigere, kann ich auch nicht messen, dass ich mich verbessere. Das heißt, entweder jedes Mal das Gewicht erhöhen, jedes Mal eine Wiederholung mehr, eins von beidem. Oder auch beim nächsten Mal eine Übung eine Sekunde länger machen, also das Tempo variieren. Training ist Progression, ist super wichtig. Danke. So, wir sind durch mit unserem Training. Philipp schon weg. Was ich nach dem richtigen Training gehört, ist natürlich was Geiles essen. Und heute gibt es die Mac Homemade Chicken Burger. Besser als bei Maggis. Gleich. Wie ich gerade gesagt habe, gibt es jetzt die Mac Homemade Chicken Burger. Die meine Freundin gestern gemacht hat, die will ich heute nochmal essen. Das Fleisch haben wir schon ein bisschen vorbereitet, dass wir jetzt nicht so lange rummachen. Wir braten jetzt kurz das Brot an. Machen die Burger fertig, so lange ziehen wir es einfach nicht. Geht ganz schnell, zack, zack. Ich blende euch auf jeden Fall ein, wie viel Kalorien das Ganze hat. Ich habe das alles abgewogen, alles eingetragen. Ich benutze die App Fat Secret für meine Diäten. Wenn ihr das auch möchtet, gönnt euch. Gibt keine Rabattcodes, gibt nichts. Einfach nur benutzen und fertig. Essen aus. Das ist jetzt eine Mahlzeit bei mir. Jeder, der sagt in der Diät, dass man da nur Salat essen sollte, der soll ruhig Salat essen. Diese ganze Portion hat bei mir jetzt 657 Kalorien bei 44,52 Gramm Eiweiß. Lasst euch schmecken, kocht gerne nach. Wenn ihr sowas nachkochen wollt, dann bei Alinas Food Diary vorbeischauen. Unten habe ich es euch in der Bio verlinkt. Da wird es dieses Rezept geben. Wir haben donnerstags immer Sparring. Wir machen uns kurz warm, ein bisschen Pratze, ein bisschen kreativ werden. Und danach gehen wir schon in die Positionssparring und arbeiten diese systematisch ab. Heute der Fokus ein bisschen auf Ground and Pound, die Position zu verbessern oder zu halten. Oh.
so ein ekliger, ich schwör. Ja. Du bist so ein ekliger einfach. Ich hab niemals. 12 Sekunden später. Ich hab doch getestet. Hey, unser MMA-Training ist vorbei. Waren harte Runden. Geile Runden mit Joel. Jetzt geht's ab nach Hause. Noch eine Abendmahlzeit. Einen Shake trinken. Dadurch, dass wir den ganzen Tag so wenig gegessen haben, aber immer noch satt waren, dürfen wir jetzt mehr essen. Hab aber vergessen, ich habe noch eine Apfelschorle getrunken. Ich habe noch einen Latte getrunken. Das war während der Arbeit, habt ihr nicht gesehen. Müssen wir natürlich mit einkalkulieren, damit es fair ist. Ansonsten, jetzt ab nach Hause. Jetzt gibt es noch ein ERA-Getränk für mich. Dann noch ein Shake Eiweiß, ein paar Beeren und etwas leicht Verdauliches für den Abend, damit wir morgen ein bisschen leichter aufstehen. Eine Gemüsepfanne, tiefgefroren, ab in die Pfanne und dann wird es erledigt. In dem Sinne danke ich euch, dass ihr zugeschaut habt. Hier nochmal der ganze Kalorienbedarf des heutigen Tages. Wie ihr seht, essen wir nicht so viel, verbrauchen aber mehr. Deswegen können wir auch von 92 Kilo auf 77 kommen. In 2 Wochen geht es schon nach Thailand. Das wird der vorletzte Vlog sein. Und beim nächsten sind wir bei Octagon in München. Wir sehen uns.